Wir sind hier heute in Bremen im Studio von Biete. Wir sind hier gerade am Set für den 5. Abrams Kunstkalender. Wir haben eine wunderschöne Location hier heute, hier reichlich Platz, tolles Team, tolle Models und wir freuen uns auf einen wunderschönen Tag. In 2005 haben wir uns das erste Mal das Motto vorgenommen, dass wir mit Models und unseren Stahlprodukten arbeiten wollen. Und das haben wir Jahr für Jahr verfeinert und von daher versuchen wir heute wieder, drei tolle Models einzusetzen. Wir haben Models einfliegen lassen aus New York, aus Mailand und aus Paris. Und ich denke, wir haben also eine wunderschöne Kombination. In diesem Fall gibt es auch ein Novum. Wir haben das erste Mal auch ein männliches Model mit dabei. Bei den Models wird Wert darauf gelegt, dass es keine Aktmodelle, sondern eher High-Class-Fashion-Modelle sind. Da versuchen wir uns deutlich kunstvoll von abzuheben. Deswegen heißen die bei uns auch nicht Aktkalender oder Aktprojekte, sondern es sind reine Kunstprojekte. Man sieht wenig Haut, sondern es geht vielmehr um Beauty. Entstanden ist die Idee, nicht nur nüchtern das Produkt in Szene zu setzen, sondern zu sagen, wie kann man Stahl noch in Szene setzen? Und da lag das Thema Mensch, warme, menschliche, körperliche Formen in Verbindung mit kalten Stahlmaterialien in Verbindung zu setzen, eigentlich relativ nahe. Wichtig ist bei uns nicht der Name des Fotografen selbst, sondern das, was er künstlerisch wirklich auf die Beine gestellt hat. So gibt es entsprechend dann ein Casting und da stach der Benjamin Decker mit Abstand hervor. Nanzas Kalender ist irre hoch, dementsprechend ist auch die Auflagenzahl steigend, trotzdem limitiert, weil wir das nicht zu einem Massenprodukt werden lassen wollen, sondern aufgrund der Hochwertigkeit und der Herangehensweise auch in einer limitierten Auflage bleiben.